Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Time Portia. Für den Rest in unserem Inventar haben wir scheinbar keinen Platz mehr, also schleppen wir den Müll einfach mit. Das nenne ich mal Lösung. Passiert. Ich wollte diesen lustigen Spiegel aufstellen, weil der 20 Gesundheit bringt. Und die können wir uns natürlich nicht entgehen lassen, weil... Ja, wir brauchen Gesundheit. Wir brauchen ganz viel Gesundheit, falls uns wieder Bienen angreifen. So, perfekt. So, ja, dann gehen wir da mal raus. Und schauen, dass wir die Metallkiste bauen können, die abgeben können und dann noch Gast besuchen können. Und der dann unser BFF wird und keine Ahnung. Der Rest ist kreativ. Ich habe auch immer noch sehr wenig Vorschläge, wen ich denn heiraten könnte in diesem Spiel oder wen ich heiraten soll oder keine Ahnung. Und ich wäre echt begeistert, wenn das irgendwer mal so posten würde, so ey, der ist voll krass zum Heiraten. Also ich habe irgendeinen Vorschlag, habe ich. Ich weiß den gerade nicht mehr, wer das war. Hey, das passt ja perfekt. Lagerung. Ja, wir machen einfach mal diese drei Stahlrahmen, dass wir sie weg haben. Ich glaube, die brauchen wir ab jetzt für einfach alles. Ja, cool. Eine Sache haben wir schon mal von diesen... Die Eisenholzdielen haben wir rein theoretisch auch und der Rest kommt demnächst. Ja, dann schauen wir mal, wo wir den guten Gast finden. Hey, da ist der Django, der rennt da hinten rum. Ich glaube, das ist Pinky, die sich zum Schlafen legt. Ja, wir müssen mal schauen, wer diese komische Kiste haben wollte. Hier. Wir rennen einmal zum anderen Eingang der Stadt. Das Wasser sieht in diesem Licht übrigens sehr vergiftet aus. Wollte ich nur mal erwähnen. Da ist Scraps. Alice steht da immer noch rum. Wow, wow. Hey, da ist Lucy, mit der wir uns anfreunden sollten, um Gesundheit zu bekommen. Polly really is a bright kid. Polly ist ein helles Köpfchen. Das freut mich, weil Polly ist halt einfach ein Kind und... Ich denke, in dem Alter kann man schlecht einschätzen, ob ein Kind klug oder dumm ist oder... Was macht Sam da? Sam ist auch eine interessante Persönlichkeit. Danke, wenn du in Schwierigkeiten gerätst und zögere nicht die Zivilrettung. Okay. Cool. Das war jetzt interessant, dieser Ausbruch an Freundschaft. Wer war das jetzt alles? Also, die Sam und der Remington. Okay. Geht klar, Leute. Ja, dann suchen wir mal den Herrn Gast. Der ist bestimmt bei sich daheim. Fressi, fressi machen. Dieser Baum sieht ja auch so aus, als wenn man ihn perfekt fällen könnte für Eisenholz. Wo wohnen die? Die haben so ein Bitchhaus. Hey, hey. Ginger, wo ist denn dein Bruder? Der hängt doch an dir wie so ein... Goodbye. Klettenviech. Ist der noch daheim? Einfach mal reinschauen. Ja, hier ist irgendwie niemand. Wer hätte es erwartet? Okay, aber warum darf Ginger allein draußen rumrennen? Die darf nicht allein draußen rumhängen, weil der Gast irgendwie der eifersüchtigste Bruder ist, der existiert. Also ich weiß nicht, wie das ist, ein Bruder zu haben, weil ich bin Einzelkind. Habe ich bestimmt schon mal erzählt. Also, keine Ahnung. Könnte ich mir sehr stressig vorstellen. Okay, mit denen hier haben wir auch noch nicht geredet. Hi. Hi. Du hast da was am Kopf. Hi. Ja, bye. Ja, dann gehen wir einfach mal in dieses Ritterding und fressen uns voll. Weil wir in die Mine gehen. Habe ich beschlossen. In die Zweier, um etwas von diesen tollen Eisen zu erhalten, um weiter Carbonsteinbahnen zu produzieren. Hey, da ist Antoine. Den haben wir heute noch gar keine Schleife gegeben. Und der Albert ist auch. Hier für dich habe ich eine schöne gelbe Schleife. Is it for me?
Ja, oh, ein Auge für Geschenke. Ja, cooles Hallo. Errungenschaft hier. Du kriegst auch so eine geile gelbe Thank you Schleife. for giving me a present. Ja, gerne. Ich schenke dir immer gerne was. Mit dir labern habe ich noch nicht. Everyone's talking about there being a living Ja, age. den kann man besuchen. Der ist ganz nett und. Warum ist da die Tür zu? Ich habe Angst. Ich will da nicht reingehen. Hi. Hi. Want a duel? I'll go eat. Ich werde dich mit Nachsicht behandeln. Pisser. Haben wir ihn nicht sogar voll fertig gemacht? Nee, ich glaube. Hallo. Hallo, ich glaube, das ist I'm auch so voll der happy that the tree. Alkoholiker. Die Baumschule, die ist wieder in Betrieb. Da habe ich mich richtig angestrengt. Ja, wem wollte ich jetzt noch reden? Bruce, aber ich glaube noch nicht. Hello. Dann esse ich was Yeah, und suche just ich out of Gast, me when aber no one Gast muss else halt here. echt irgendwo sein. Und ich habe halt keine Ahnung, wer die Ölpinsel will. Also ich wusste, ich habe da mal nachgeschaut, aber ich weiß es echt nicht mehr. Wir nehmen das. 43 Ausdauer, ja, komm. Ja, bestätigen. Dann kurz was happern. Boah, in Kroatien, das Einzige, was ich essen konnte, waren irgendwie die Spaghetti mit Tomatensauce. Das war halt echt krass. Und ich möchte jetzt einmal nach da hinten schauen, was da ist. Oder die Tür auf einmal zu ist. Ach, das wird renoviert. Okay, krass. Die Mission gab es bei der Xbox, glaube ich, auch nicht. Vielleicht sind auch die Spieleentwickler jetzt dabei, gerade was zu erstellen und sagen so, boah, die hat jetzt geschossen, aber das wäre auch voll blöd, wenn jemand jetzt das Spiel durchsuchten würde. Und ich muss ja dafür den Strom setzen, also ich glaube nicht, dass das so meine Vorstellungen sind. Okay, wir müssen jetzt irgendwo hier Gast finden, weil ich möchte einen Freund haben. Das klingt halt echt verzweifelt, aber okay. Die anderen da betteln immer noch um ihr Leben. Ey, da ist ihr Gast. Hallo. Hallo. Na. Spend your time on tasks that you actually. Ja, bestimmt. Okay, wir haben doch keinen neuen Freund. Vielleicht können wir mit ihm Xing Shang Shang spielen. Ne? Denkt schon wieder an seine Schwester. Ja, dann gehen wir einfach mal da hoch zur Mine, würde ich mal so sagen. Wir haben jetzt auch nicht so viel Ausdauer. Dass wir da jetzt den ganzen Tag verbringen müssen. Ja, und wir können da mal reinschauen und Akku suchen. Hey, die haben sogar noch offen. Cool. Ich bin voll dafür, dass mal irgend so ein Festival los ist. Ey, das ist Remington. Hallo Remington, du siehst halt auch Hello. irgendwie, hast du eine Nase wie ein I have seen a Trottel. lot of things in my life. Hallo Ark. Hi. Hi. Oh la la, my dear. Ja, deine Lara, ich weiß schon, das ist dein Ein und Alles, dein Prinzesschen, keine Ahnung. Ich kann das nicht. Aber ab in die Mine. Boah, ich würde voll gern so irgendein Harvest Moon Let's Playen. So am liebsten A Wonderful Life, aber ich bin halt echt unfähig, mir irgendeinen Emulator runterzuladen. Also mein. Ich habe so ein cooles Virenschutzprogramm namens Kaspersky, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und der sagt dann nein. Du darfst dir da nichts downloaden. Und ich denke mir einfach so, ich möchte aber. Weil das halt echt cool wäre. Ich würde so gern Harvest Moon spielen. Ey, wir haben sogar noch einen Pass. Geil! Ja. Auf jeden Fall, das wäre halt voll cool, so mit diesen Leuten immer abzuhängen. Und das Spiel ist zwar ab dem zweiten Jahr wird es halt echt langweilig, aber das erste Jahr ist halt dafür über der Shit. Und stell dir mal vor, wir haben dann lauter so richtig teure Star-Kühe. Unsere Farm ist einfach nur Millionäre, weil wir die ganzen, weil wir uns im ersten Jahr einen Apfelbaum gepflanzt haben und ich wollte die Mine zurücksetzen, deswegen. Boah, ich weiß, was nach 1,5 Monaten noch oder nach 2 Monaten. Ich bin begeistert. Ich finde es extrem lustig. Ich poste was in meiner Snapchat-Story und so innerhalb von einer halben Stunde irgendwie 30 Nachrichten. Ich finde das einfach so Wahnsinn. Oh, wir wollen nach dem verbesserten Reliquienscanner. Ja. Wie viel Geld haben wir noch? Ey, wir haben sogar noch 14.000 Wort.
Okay, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei My Time Report. Ja, bis dahin. Tschüss.